Franz Ruppen, Überraschungen hat es, wie erwartet, hat es eigentlich keine gegeben in diesen Gesamterneuerungswahlen. 218 Stimmen für Viola Ammert, das ist ja ein sehr hohes Resultat, ein Glanzresultat, wenn man so will. Haben wir das auch erwarten können? Ja, das ist ein bombastisches Resultat. Vielleicht hätte man es nicht gerade so erwarten. Das waren gute Resultate vor dem fünften Wahlgang, Cassis gegen Regula Ritz. Und dann haben alle ein Spiel mitgemacht, aber dass Viola Ammert nachher, nach dem interessantesten Wahlgang Cassis gegen Ritz nur so ein bombastisches Resultat macht, das hätte man so nicht erwarten. Aber das spricht verschieden, das ist ein Glanzresultat. Die Bewährungsprobe, die kommen aber noch jetzt verschieden. Der Kampfjet, die Beschaffung, die Volksabstimmung. Hier im Parlament ist das recht klar durchgekommen eigentlich. Habt ihr das Gefühl, dass das eine Urne vom Volk auch so wird angenommen? Oder wird das eine knappe Sache? Was meinen ihr? Ich hoffe, dass das angenommen wird, aber wahrscheinlich so glatt, wie es hier im Parlament durchgegangen ist, wird das nicht sein. Da gibt es eine Haufen Überzeugungsarbeit zu machen, wo sie vorne dran sein, aber auch mit uns Parlamentarier, weil wenn wir wollen, eine glaubwürdige Armee, dann brauchen wir auch eine glaubwürdige Luftwaffe. Wir müssen die entsprechenden Mittel und die entsprechenden Flugzeug der Armee geben, dass wir das Land euch schützen können. Und eben zu einer guten Armee kehrt euch eine Luftwaffe. Aber das wird kein einfacher Kampf, das hat es damals mit dem Gripen gezeigt. Und da müssen wir alle daran arbeiten. Auch ich, Bundesrat von der SVP, sind ja auch klar eigentlich durchgekommen. Der Rühli Maurer auch weit über 200 Stimmen. Da kann man auch zufrieden sein. Ja, da sind wir sehr zufrieden. Der Rühli Maurer hat wie im letzten Jahr ein Glanzresultat gemacht. Ich glaube, 213 Stimmen hat der Parmelade ein gutes Resultat gemacht. Also ich glaube, heute ist die Konkordanz bestätigt worden. Wir haben ja in der Fraktion gesagt, alle bisherigen Bundesräte sind wieder zu wählen. Das haben wir auch so gemacht. Und es zeigt sich jetzt auch so. Und der Angriff von den Grünen ist eigentlich klar gescheitert. Ich habe erwartet, dass Frau Ritz eigentlich mehr Stimmen macht. Er sagt irgendwo zwischen 90 und 100. Jetzt hat sie nur 82 Stimmen gemacht. Das ist eigentlich ein klares Zeichen gewesen heute. Aber die Grünen, müssen wir die nicht in den Bundesrat ja in 4 Jahren? Sonst könnten ja die nur mehr öffentlich aus bürgerlicher Sicht. Und das wäre ja ja in 4 Jahren bei der nächsten Wahl. Und dann nicht retourkutschen. Um es eins zu sehen, die Grünen müssen sich jetzt zuerst bewähren, die müssen das Resultat konsolidieren, wäre damals so müssen warten. Die Schweiz zeichnet sich aus durch Stabilität, also nicht, wenn irgendwo eine Wahl eine Partie vorwärts macht, dass man gerade recht Bundesrat gibt. Wenn sie sich konsolidieren, dann tut man 4 Jahre darüber diskutieren. Und andererseits habe ich heute das Gefühl, die Grünen haben sehr, sehr viel falsch gemacht in der Wahl. Man könnte fast davon ausgehen, dass sie das extra gemacht, um nachher zu zeigen oder zu sagen, ja, schauen, wir einen Kandidat kennen. Oder eine Kandidatin ist, hat man nicht wollen, zu machen, Opposition, dass sie vorwärts bringt. Aber in dem Wahlkampf ist eigentlich sehr, sehr viel falsch gemacht. Habt ihr das Gefühl, dass sie jetzt hier im Parlament werden und die Oppositionsrolle einnehmen, die Grünen? Oder ist das auch mehr so ein bisschen so Drohgebärde gewesen, jetzt letzte Wochentag hier im Bundespaar? Ja gut, sie haben immer schon Oppositionspolitik gemacht. Da wird sich nicht sehr viel ändern. Sie werden jetzt vielleicht kommen, sagen, ich hätte man Bundesrat nicht wollen. Jetzt machen wir erst recht noch. Aber da müssen wir einfach immer wieder aufzeigen, dass der Wahlkampf sehr dilettantisch ist, gefeiert worden für diese Bundesratswahlen.